Eiho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal wurde unser Dorf einfach so komplett zerstört und Chester ist zurückgeblieben und wir haben uns auf den Weg nach Euclid gemacht, das hoffentlich hier ist. Ich bin mir sicher, dass mein Onkel im Nordwesten des Ortes lebt. Wie komme ich auf Osten, Mann? Mit wem rede ich überhaupt? Okay, das ist jetzt wohl die Stadt und ich wollte nicht wieder raus. Ich habe übrigens herausgefunden, wie man blockt. Yay, man kann doch abwehren. Es steht nicht in der Gebrauchsanweisung. In der Gebrauchsanweisung stehen ganz viele Sachen, aber nicht, wie man blockt. Ich habe es rausgefunden und ich werde es euch im nächsten Kampf demonstrieren. Yeah. Laufe ich gerade auf einem Baum rum oder ist das... Wahrscheinlich ist das Gras. Okay, warte. Was hat er gesagt? Nordwesten. Nordwesten, links oben. Dann will ich aber zum Schluss hin, denn ich will mich zuerst in der Rest der Stadt umgucken. Hey, hallo, du da. Mama, lass uns dem Gaukler zuschauen. Mich im Gaukler? Ich muss vorsichtig sein, damit ich keinen Sonnenbrand bekomme, wenn ich draußen bin. Scheint die Sonne denn so stark? Man weiß es nicht. Kann ich euch irgendwas, klauen oder so? Oder habt ihr von irgendwas zu viel? Ich nehme es gerne mit. Nein? War ich in diesem Regal hier? Nein? Schade. Ich möchte tolle Dinge finden. Links oben. Klauen wir uns erstmal rechts oben. Vielleicht gibt es ja auch coole Händler. Bist du ein Händler? Tenbu. Aha. Hallo. Willkommen. Womit kann ich dienen? Mit Apfelgel, Orangengel, Wundermittel. Lebenswasser wahrscheinlich, ne? Wasser des Lebens, ja. Das ist alles so furchtbar teuer. Vielen Dank, dass du nichts gekauft hast. Bitte, bitte, kein Problem. Willkommen. Bitte bezahlt dort drüben an der Kasse. Okay. Kann ich mir irgendwas mitnehmen? Nein? Wäre ja auch zu schön. Nun gut, aber zumindest ist hier ein Laden. Das ist schon mal schön zu wissen. Und hier oben ist nichts. Warum kann ich hier hoch, wenn hier nichts ist? Warum? Es wurde gefragt, ob ich die Kämpfe rausschneiden könnte. Und entschuldige. Weißt du, wie man nach Teutus gelangt? Ich muss Captain Miguel sprechen. Er war der Captain des unabhängigen Ordens der Ritter von Euclid. Der Mut Captain Miguels ist auf dem ganzen Kontinent Euclid berühmt. Ich würde so gern wenigstens einmal mit ihm trainieren. Daraus wird nichts mehr. Ja, ob ich die Kämpfe rausschneiden kann und theoretisch könnte ich das tun, aber erstens würde ich dann offscreen sterben und zweitens müsste ich immer gucken, dass ich die Sätze rechtzeitig vor den Kämpfen beende oder mir merke, wie ich sie geführt habe und dann müsste ich alles rausschneiden, wodurch die Parts wieder kürzer werden würden und wenn ihr es mit den Kämpfen aushaltet, werde ich sie drin lassen. Falls wir irgendwann mal irgendwelche Sidequests bekommen und wegen geh nochmal in dem Dungeon und kill, keine Ahnung was, 5 Monster, ich weiß nicht, ob sowas hier gibt, aber falls ja, das könnte ich dann rausschneiden natürlich. Aber so die Sachen vom normalen Spielverlauf. Ich werde auch Osprey leveln und sowas, aber jetzt so die normalen Kämpfe würde ich jetzt erstmal drin lassen, wenn ihr es aushaltet. Ich hoffe doch. Willkommen, hallo Rüstungshändler, heiliger Ritter heißt der. Eine Lederrüttke, ich glaube, die haben wir schon, ne? Ein Kettenhemd, das können wir uns nicht leisten, ein Holzschild. Kann ich irgendwo nachprüfen, ob ich diese Dinger anziehen kann? L. Ich wundere mich mal etwas. Das ist ein grüner Pfeil und Chris ist glücklich. Deswegen gehe ich davon aus, er kann das tragen. Schauen wir mal. Ausrüstung. Schild. Holzschild. Yay. 1 Punkt Verteidigung und 2 Punkte Fluchtwert. Okay. Besser als nix. Immer her damit. Oh, ein Rundschild. Ein runder Schild aus Metall. Das ist wahrscheinlich noch besser, ne? Ja. Egal, zu teuer. Ein Lederhee. Lederhelm. Oh, der ist aber auch ziemlich teuer. Knöpfe. Und was ist das? Lederhandschuhe. Die könnten wir auch anziehen. Ist das dann anstatt dem Schild? Oder haben wir einen extra Platz für Handschuhe? Nein, wir haben Arme nochmal extra. Okay, dann würde ich sagen, wir kaufen uns noch die 150. Ja, das machen wir noch. Okay, Ausrüstung. Meine Verteidigung kann nicht schaden, was? Nochmal 1 Punkt Verteidigung, okay. Yay, wir haben Handschuhe. Immer noch keine Hose, sondern nur ein Lederteil für den Oberkörper. Aber wir haben Handschuhe. Das ist doch super. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich, Mann. Ich hab zu danken. Vielleicht sterbe ich nicht mehr so schnell. Hallo, du Schlafmütze. Entschuldigung. Entschuldigung!
Tut mir leid. Vor der Langeweile habe ich mich vor mich hingeträumt. Heiliger Ritter, Waffen. So, Waffen möchte ich aber noch keine kaufen, aus Gründen, die ich noch kenne. Denn ich habe das Spiel mal angespielt und an ein paar winzige Sachen erinnere ich mich. Zum Beispiel daran, dass ich hier keine Waffe kaufen möchte. So, gibt's hier noch mehr Häuser? Vielleicht irgendwelche etwas Coolem zu entdecken. Marion. Aha, aha. Willkommen. Was ist? Hinter dir. Huch. Oh, was ist das denn, Süßes? Oh, wie putzig ist das denn? Miaum. Ah, schon wieder. Das ist das Haustier vom Itemhändler. Wie kommt das nur immer hier herein? Ich muss mich wohl darüber beschweren. Tu das. Willkommen. Hi. Oh, hier gibt's Essen zu kaufen. Hier gibt's Essen zu kaufen. Kann ich nachprüfen, was mir das bringt? Hühnchenfleisch, natürliches Fleisch von gesunden Hühnern, ohne Zusätze oder Konservierungsstoffe. Wow. Rindfleisch, solch leckeres Fleisch kann nur von Kühen stammen, die auf grünen Wiesen weiden. Schweinefleisch. Gutes Fleisch verfügt über das richtige Gleichgewicht von Fett und Fleisch. Ei, eine Zutat für zahlreiche Gerichte, auch eine reichhaltige Proteinquelle. Brot, hervorragendes Aroma, wenn es richtig gebacken wurde. Dann hoffen wir das doch mal. Reis, gekochter Reis. Es ist nicht einfach, ihn perfekt zu kochen, deswegen verkaufen wir ihn bereits perfekt gekocht. Seetang, getrocknetes Seegras, das in Rechtecke geschnitten wird. Kohl, ein äußerst vielseitiges Gemüse, roh und gedünstet, eine Delikatesse. So, wir haben doch Rezepte. Kochen. Wir haben Hamburger. Was hatten die gemacht? Füllt KP auf. Und Reisbällchen, das war gegen Vergiftung. Das finde ich eigentlich ganz cool. Kann ich hier irgendwie eine Info haben, was ich dafür brauche? Ah, Reis und Seetang. Die Steuerung ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut. Und hier machen wir Brot und irgendein Fleisch. Hier haben wir Reis und Seetang. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall mal Reis und Seetang kaufen, damit wir quasi Gegengift dabei haben. So, Reis und Seetang. Das ist zum Glück sogar halbwegs billig. Nehmen wir mal 3. Nehmen wir mal 5. Wir können es uns leisten. Okay, ja. Jetzt haben wir quasi 5 Gegengifte. Das ist voll toll, Mann. So, und das andere war Brot und Fleisch. Das ist ziemlich teuer. Nehmen wir mal 1. Ja. Okay. Finde ich voll gut. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Hallo, kleines Ding. Oh, du siehst ziemlich klein aus. Warum krabbeln die alle unter der Theke rum? Willkommen. Hi. Ganz viele Leute, die rumrennen. Was soll ich heute nur als Abendessen zubereiten? Ich weiß nicht. Nee, was soll ich? Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte mit dem rechts reden. Oder macht ihr das Gleiche? Komm her. Ich habe ein Gerücht gehört. Über den unabhängigen Orden der Ritter von Euklid. Jemand hat sich aus dem Orden abgesetzt und weitere Ritter sind ihm gefolgt. Natürlich ist das nur ein Gerücht. Ich bin ein Botschafter der Welt des guten Geschmacks. Ich möchte all jenen meine Welt näher bringen, die daran Interesse haben. Möchte dir gerne etwas von meiner Welt kosten? Ja oder nein? Natürlich. Hier ist eines meiner Geheimrezepte. Ihr könnt nur Kohlrouladen zubereiten. Man wird ein immer besserer Koch, je mehr man übt und kocht. Sternchen zeigen das Können eines Kochs an. Je mehr Sterne einer hat, desto besser ist er. Daher sollte man jeden Tag üben. Gut. Das klingt jetzt so, als wäre das so wie in späteren Tales of Teilen. Wenn man die Sachen öfters kocht, bekommt man Sternchen dafür. Und dann kocht man sie noch besser. Kohl und Schweinefleisch können wir Kohlrouladen machen. Fleischstücke umhüllt von Kohlwettern. Füllt kleine Menge KP auf. Würde ich jetzt aber erstmal nichts dazu kaufen, weil wir haben nicht so viel Geld und wahrscheinlich müssen wir noch 1000 Apfelgele kaufen. Diese Stadt hat alles, was man sich wünschen kann. Sie ist ein großartiger Ort. Früher war das ja eine Wüste, Einöde, ein Nichts, mitten im Nichts, mit Wüste und Sand. Interessant. So, es wurde auch von einem Itemladen erzählt, da wollen wir da natürlich auch noch hin und ein Marktplatz quasi. Wuhu, es macht Spaß, hier zu stehen und zuzugucken. Toll, dass du angegriffen worden sein. Ja. Oh, ob wir hier wohl sicher sind? Ja, bestimmt. Denk ich mal. Wobei, ich bin hier. Der ist große Klasse. Woher nimmt man wohl so viel Talent? Ja, keine Ahnung. Wow,
Ich sehe einen Zirkusartist. Ich weiß nicht, fragen wir ihn mal. Komm, entspann dich und genieße die Vorstellung. Hinterher wirst du froh darüber sein. Okay. Oh, ich würde ja auch gerne jonglieren können. Aha. Lass mich durch, wenn wir mit dem Mädchen reden. Juhu, wihi. Das war sehr informativ. Gut, dass wir sie angesprochen haben. Ich hänge hier fest. Da, okay, hallo. Diese Jongliere sind einfach unglaublich. Ja, man bestimmt Jongleure. Nein, Jongliere. Vor ein paar Tagen gingen bei uns und Ritter ein und aus. Was da wohl los war? Keine Ahnung. Werden wir bestimmt noch herausfinden. Okay, die Stadt ist ganz schön groß. Das gefällt mir. Da ist jemand. Ich will mit ihm reden. Hallo. Ganz schön verwickelt vor allem. Hallo. Rede mit mir. Ich habe dich hier aber noch nie gesehen. Wo kommst du her? Zum Glück haben wir ihn angesprochen. Das war echt wichtig. So, hier ist nichts. Da ist noch eine Tür. Hinein. Hallo, Kätzchen. Sie macht wirklich Geräusche. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Ich habe mir mehr erhofft. So, dann sind hier nochmal Treppen. Da waren wir schon. Da war der Obstladen. Hier unten müsste dann der Rüstungs- und Waffenladen gewesen sein. Jawohl. War das der Itemladen? Ach, das war der Itemladen, oder? Ist da gerade eine Frau wütend rausgegangen? Hier war der Itemladen, oder? War das euer Haustier, wo sich die anderen vorhin aufgeregt haben? Ist die wütende Oma jetzt da hochgegangen? Ist sie jetzt hier? Das ist die gleiche Szene jetzt nochmal. Willkommen, was ist? Hinter dir, ja, das hatten wir schon. Kann ich das Ding irgendwie einfangen? Ja, das Haustier von Itemhändler. Aha, ja, du willst dich beschweren. Ja, das hatten wir schon. Ich dachte, ich kann da jetzt irgendwie quasi nachhelfen, aber ich sehe das Ding hier auch nirgends rumrennen. Das hier ist doch der Itemhändler, oder? Und jetzt geht die Frau da wütend raus. Oder muss ich jetzt nochmal mit dem da reden? Nee. Was soll's? Da wollte ich nicht rein. Nee. Ich würde gerne... Da geht's nicht durch. Nach links und hier noch die Stadt erkunden. Nämlich hier. Ich wünschte, es würde immer so sein. Aha. Das war informativ. Hallo. Willkommen! Dieses Haus wurde vor über 100 Jahren errichtet. Aber die Oma hat erzählt, dass hier früher alles voll einöd war und hier nichts war. Für 10 Geld könnt ihr hier die eine Nacht verbringen. Ihr, ich bin nur einer. Vielen Dank, wer hat uns bald wieder? Oder haben wir es nötig zu schlafen? Eigentlich hätten wir es nötig zu schlafen. Fragt sich nur, ob wir vielleicht storybedingt auch bei unserem Onkel schlafen können oder so. Wir warten erstmal. Aus dem Weg, ich putze. Ich arbeite halbtags hier. In einem Gasthaus kann man viel Geld verdienen, wisst ihr? Okay. Da schläft jemand. Hallo, ich platze in dein Zimmer rein, während du pennst. Schläft. Mit offenen Augen. Das ist gruselig. So ein bisschen. Geh weg, Mädchen. Ich muss Leute belästigen. Direktor der Schauspieltruppe. Hallo. Ich bin der Direktor dieser fahrenden Gauklertruppe. Dies ist ein großer, sicherer Ort. Ich denke, wir werden hier ein Weilchen bleiben. Wie groß ist eure Truppe denn? Ich habe bisher nur diesen Gaukler-Jongleur-Wonglier-Typ gesehen. Ist hier noch etwas? Nope. So, dann... Oh, hallo! Sanft- und Zarthändler. Okay. Willkommen! Hi. Hier gibt's auch nochmal Sachen. Oh, wir, die Sachen sind hier billiger, dann weine ich. Die scheinen echt billiger zu sein. Gewand. Falscher Knopf. Nee. Gewand, wo ist es hin? Da. L. Nein. Scheint Damenkleidung zu sein. Sowas aber auch. Ist das etwa ein Hinweis? Bitte. Ist das ein magisches Auge? Magisches Auge! Mysteriöse Lupe, die KP, TP und Eigenschaften eines Gegners anzeigt. Yay! Gegnerinfos. Doop, 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 doop. Okay.
Maximale Itemanzahl ist 15. Ja, her damit. So, Apfelgel ist aber genauso teuer wie beim anderen Laden auch. Orangengel. Ich glaube, die Sachen hier kosten auch gleich viel, oder? Ei, Brot, Apfel, ja. Naja, sieht zumindest so aus. Okay, das ist quasi so ein Gemischtwarenladen. Wenn es mal schnell gehen muss, kann man hier shoppen. Okay, so, mit euch habe ich geredet, jawohl. Da waren wir auch drin. Hier oben. Huch. Schloss von Euklid. Hier gibt es sogar ein Schloss. Huch. Das habe ich nicht erkannt, dass es da rausgeht. Hallo? Der Zutritt ist verboten. Was? Warum die Brücke zur einsamen Insel eingestürzt ist? Vor einem Monat gab es ein Erdbeben, da ist es passiert. Niemand weiß, wann sie wieder repariert wird. Okay. Dies ist kein Ort, an dem du herumlungern solltest. Du klingst genauso wie die andere Wache. Na und? Wie? Du möchtest etwas über den unabhängigen Orden der Ritter wissen? Ja, das habe ich gesagt. Nun, soweit ich weiß, Captain Mars war der Nachfolger von Captain Bounty, Miguel als Kommandant. Der Ritter. Er war ein Schwertmeister, vergleichbar mit Captain Miguel. Aber in letzter Zeit hat ihn niemand mehr gesehen. Manche sagen, er sei krank. Daher wird er wohl zu Hause sein. Wo er wohnt? Im nordöstlichen Teil der Stadt? Da haben wir doch schon, oder? Nordosten. Ist hier. Da war das Mädchen, oder? War das Mädchen. Nun gut. Dann gehen wir jetzt aber endlich mal nach Nordwesten und gucken, ob unser Onkel hier wohnt. Onkel. Verwinkelte Straßen. Yay. Da ist eine Tür. Und da ist auch noch mein Haus. Was ist das gleiche Haus? Ich weiß es nicht. Hallo? Rabenschwarze Wolken zogen im Süden auf. Ob es dort Regenschauer gab? Na, nicht nur Regenschauer. Auch Blut und Gemetzel. So, Olsons Haus. Ist das etwa unser Onkel Olson? Ich weiß den Namen gar nicht. Vermutlich ist er das. Na. Hallo. Onkel, bist du da? Ich komm mal von oben rein. Chris, Onkel Olson. Chris. Ja, Onkel, Tante, es ist so lange her. Chris, du siehst gut aus. Ich habe deine schreckliche Sache gehört. Stimmt es, dass Toltus angegriffen wurde? Ja, angegriffen ist kein Ausdruck. Es stimmt. Mama und Papa wurden beide... Dann ist die Geschichte also wahr. Ja. Chris, sei nicht traurig. Warum bleibst du nicht für eine Weile bei uns? Danke. Das ist alles? Hallo, meine Eltern sind gestorben. Deine Schwester? Oder dein Bruder? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem. Du musst müde sein, Chris. Warum legst du dich nicht ein wenig hin? Ausruhen? Noch nicht. Ich muss erst euer Haus plündern. Sag mir was nicht. Ruh dich aus. Nein. Verstehe. Aber beanstreng dich nicht. Ja, gleich. Hallo, Tante. Kopf hoch, Chris. Okay. Yay, Kopf hoch. Wir sind voll fröhlich. Du. Küche. Kann ich euch Obst klauen? Habt ihr ein bisschen Reis für mich und Seetang? Oh. Sehen wir uns den Ofen von innen an. Ja? Oh. Okay. Wie? Wir haben kein Item gefunden, aber das war interessant. Yay. Ein Kamin. Ein Tisch. Ein Buch. Ein random Hocker. Noch ein random Hocker. Okay. Ich will schlafen. Du musst müde sein, bla bla bla, ja. In der Nacht. Passiert unglaublich viel. Haben wir sein Bett geklaut? Die sehen nicht so nett aus, die poken uns. Onkel, was hat das zu bedeuten? Es tut mir leid. Uns bleibt keine Wahl. Würden wir Widerstand leisten, würde unseren Ort das gleiche Schicksal erwarten wie Toltus. Bitte verzeih mir. Genug geredet. Halt die Klappe und tu, was man dir sagt. Ja. Pauk, pauk. Hey, auf mich zu pauken.
Vorwärts! Super. Eigentlich mochte ich diese Stadt. Jetzt nicht mehr. Toller Onkel, Vesto. Toller Onkel. Es tut mir leid. Chris. Ja, das tut mir leid, kannst du jetzt sonst wohin stecken, Mann. Nicht mal in Ruhe schlafen kann man. Chester! Da kommt jemand. Ich frage mich, ob sie zurückgekommen sind. Ami, ich werde deinen Tod rächen. Aber Chester, du wolltest doch zu uns kommen. Ich brauche dich in meiner Party. Das sieht nicht allzu einladend aus, muss ich sagen. Wir haben Miguels Sohn gefangen. Ausgezeichnet. Ich hatte keine Ahnung, dass er einen so jungen Sohn hat. Ihr seid es gewesen, habe ich recht? Ihr habt unseren Ort angegriffen. Davon weiß ich nichts. Hey, das gehört mir! Vielen Dank für das Medaillon, Kind. Nehmt und kennt die Waffen ab und schafft es in den Kerker. Endlich. Was? Das? Das sieht aus wie ein Geist. Ich will nicht in den Kerker. Rein mit dir. Beweg dich. Ach. Du wirst deinen Aufenthalt hier länger genießen können, wenn du deine vorlaute Klappe hältst. Verstanden? Ich bin ja schon still, Mann. Verdammt! Ach ja. Eine Zelle in einem RPG. Oh, Wasserspuren, guck mal. Okay, ich glaube, die haben uns nämlich echt unsere Waffen weggenommen jetzt. Ausrüstung. Jupp, keine Waffen mehr. Mein Schild ist auch weg. Oh nein. Nun gut, das ist ein Loch. Ich passe durch das Loch. Ja, das habe ich vermutet, dass du nicht durchpasst. Mit bloßen Händen schaffe ich das nie. Ja, aber irgendwas muss es doch. Ich passe nicht durch das Loch. Ja, du passt nicht durch das Loch. Das weiß ich. Ne. Gitterstäbe, Tür. Hörst du mich? Das war voll die Frauenstimme, ja. Hörst du mich? War nicht gerade eine Frauenstimme? Ja, die war nur gerade durch die Mauern klang das ein bisschen männlicher. Auf der anderen Seite des Lochs schon eine Frau zu sein. Gib mir deine Hand. Wer bist du? Bitte, streck deine Hand durch das Loch. Ich möchte dir helfen. Durch das Loch greifen? Ach, wir haben nichts zu verlieren, Mann. Wir sitzen hier eh fest. Wir haben nur unsere Hand zu verlieren. Ein Ohrring? Halte ihn gegen die Wand. Ich weiß, dass du es schaffst zu flüchten. Du musst nur daran glauben. Glaube an das Herz der Karten. Was? Sorry. Falsches Spiel. Falsche Anime. Wie auch immer. Hey, warte. Wer bist du? Ich probiere das mit dem Ohrring einfach mal aus. Er leuchtet. Ist das ein explosiver Ohrring? Ein Leuchtohrring? Wow. Ich muss zu ihr gehen und mich bei ihr bedanken. Okay. Wie kann das sein? Die Hand fühlte sich warm an und sie war nicht angekettet und, sie wurde mit einem Schwert getötet. Wer tut so etwas nur? Ja, Mann, her damit. Das könnte sich noch als Nutzlichkeit erweisen. Ja, wir brauchen eine Waffe. Wache. Eine Waffe. Langschwert erhalten. Haben wir das schon ausgerüstet? Nein, haben wir nicht. Langschwert. Gehen wir auf 21 hoch. Yay. Sehr schön. Neue Waffe. Das Schloss wurde mit dem Schwert aufgebrochen. Das ist voll cool, Mann. Da oben schläft eine Wache. So, dann...
Erstmal hier rein. Denn hier scheint, das Schloss wurde mit dem Schwert aufgebrochen, etwas zu sein. Käse erhalten! Yay, Käse, hallo! Hallo, du da! Bestimmt war das ihre Hand, wobei es kann nicht sein, sie kommt nicht darüber. Aber es war ihre Stimme. Ich rette dich! Huhu! Das Schloss wurde... Hallo! Bist du in Ordnung? Keine Verletzungen? Wer bist du? Ich bin Chris. Und du bist? Mint. Vielen Dank, dass du mich befreit hast. Wir sollten hier so schnell wie möglich verschwinden. Ja, lass uns gehen. Bitte, befreie auch meine Mutter. Sie ist in der Zelle dort drüben. Wirklich? Das, also, weißt du, naja, ich habe niemanden dort gesehen. Wir beeilen uns besser. Aber ich weiß genau, dass ich die Stimme meiner Mutter gehört habe. Sie hat mir immer gesagt, dass alles wieder gut wird. Ich weiß, dass es meine Mutter war. Und jetzt kommt sie einfach mal so in unsere Party, ohne noch was zu sagen. Das kam ein bisschen random jetzt, aber okay. Wer bin't in der Party? Sag mir bitte, dass du schon heilen kannst. Du kannst schon heilen. Ah, alles wird gut. 5 TP, 35 TP. Hat sie? Sie kann 7 Mal heilen. Wird sie gerettet? Wir sind gerettet, Leute. Wir leben. Stabgewand. Haben wir noch irgendwas für dich? Nein. Schade. So, erstmal Formation. Nicht Formatierung. Formation. Bisschen. Ich will sie nicht ganz nach hinten stellen, aber wenn die Feinde von hinten kommen, dann ist sie tot. Machen wir mal so. Ich hoffe mal, dass sie dann die Angriffe nicht abbekommen, die auf uns gehen. Titel. Hast du irgendwelche Titel? Heilerin. Wow. Eine Heilerin in der Ausbildung. Okay. Status. Heilerin. Yay. Stabgewand. Unglaublich schlechter Angriffswert. Na gut. War zu erwarten bei einer Heilerin. Aber yay, Heilerin. Ach, Mint. Ich mag Mint. Mint ist super. So, kann man das jetzt aufmachen inzwischen? Das Schloss wurde mit dem Schwert, aber hier gab es wahrscheinlich nichts mehr, ne? Bringt's noch mal was? Sie weiß es noch nicht. Ich kann ihrer Mutter nicht zeigen. Okay, das ergibt Sinn. Ja, gut. Dann gehen wir da halt nicht mehr rein. Okay. Ich wollte gucken, ob hier noch irgendwas war. Ja, gut. Gehen wir hier weiter. Hier scheint nichts zu sein, oder doch? Das sieht aus, als wenn wir von hier in die Kanalisation gelangen. Ich frage mich, ob wir den Eingang irgendwie öffnen können. Naja, ich habe ein Schwert. Vielleicht mit einem Schwert. Das Schloss wurde mit dem Schwert aufgebrochen. Es war zwar kein Schloss, sondern Gitterstäbe, aber wen kümmert das schon? Mint hat sich angeschlossen. Ja, das ist mir bewusst. Vielen Dank, Spiel. Ihre göttliche Macht unterstützt Chris. Okay. Sie wird ihre Fähigkeiten automatisch einsetzen, aber sie wird auch auf Befehle von dir hören. Wenn sie eine ihrer Fähigkeiten nicht einsetzen soll, öffne den Bildschirm mit ihren Fähigkeiten und drücke die L-Taste. Die Fähigkeiten, die sie nicht einsetzen wird, wird blassgrau dargestellt. Das wollen wir doch mal testen. Warum wurde das bei Chester nicht erklärt? L. Okay. Aber du sollst heilen. Ich könnte aber nochmal auf die Strategie von ihr gucken. Was haben wir denn da? Heilen. Auf Heilsprüche konzentrieren und nicht angreifen. Attacken durch Magie unterstützen, ohne dabei auf TP zu achten. Attacken durch Magie unterstützen, dabei aber auf verbleibende TP achten. Kein Einsatz von Attacken, die TP verbrauchen. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Attacken durch Magie unterstützen, aber nicht alles verballern. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass sie mich nur dann heilt, wenn ich es auch nötig habe. Aber ich glaube, so schlau ist sie. Gibt es hier überhaupt Feinde? Bisher kam ja keine. Was haben wir denn hier? Apfelgel erhalten. Das ist schon mal sehr schön. Und das könnte ein Speicherpunkt sein. Was ist das? Das ist ein Speicherrelief. Ein was? Ein Speicherrelief? Man sagt, wenn man sich da draufstellt, kann man seine bisherigen Erfahrungen speichern. What? Das kommt unglaublich passend, denn laut meiner Zeit sind gerade 30 Minuten um. Ha! Cool.
Jetzt konnte ich euch noch gar nicht zeigen, wie man blockt im Kampf, weil wir keinen Kampf hatten im gesamten Part. Aber gut, was soll's. So, ich würde sagen, ich werde hier speichern und beim nächsten Mal gucken wir dann, dass wir aus diesem Dungeon rauskommen und hoffentlich Chester endlich wiederfinden. Ich will Chester wiederfinden. Also dann, ciao, ciao.